Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist CWCD und willkommen zu einem neuen UFO-Vlog, Leute. Heute geht's endlich wieder, ihr merkt's schon, ich bin übertrieben gehypt, weiter mit dem Aquarium. Okay, sieht von der Seite jetzt nicht so schön aus, warte mal. Mit dem Aquarium. Okay, sieht von der Seite jetzt auch nicht so super berauschend aus, aber das wird sich heute ändern, denn der nächste Schritt ist nach dem Bodengrund, den wir ja in unserem letzten Aquarium-Vlog gemacht haben, das Hardscape, sprich Wurzeln, Steine und so weiter. Also wir wollen dem ganzen Aquarium ein Layout, eine Form geben, wo wir danach eigentlich nur noch Pflanzen einsetzen müssen und Wasser reintun müssen und wir dann eigentlich auch schon fertig sind. Ich habe ein bisschen im Photoshop rumexperimentiert und versucht, so ein kleines Layout zu machen. Ich werde dazu gerade mal die Kamera wechseln, weil mit dieser Kamera kann ich auf naher Entfernung nicht so gut scharf ziehen. Deswegen nehme ich jetzt mal die kleinere. Die ist da nämlich Choc-Güzel drin. Die Kamera, die am meisten Choc-Güzel für nahe Aufnahmen ist. Moment. So, Leute, so könnt ihr es jetzt mit der kleinen Kamera sehen. Und zwar gibt es bei der Aquariengestaltung wie auch im bildlichen, visuellen gestalterischen halt so ein paar Anhaltspunkte, um das Ganze ein bisschen einfacher schön einzurichten. Also einfach so ein paar Merkmale. Und zwar gibt es zum Beispiel einmal, ich habe mir ja viel im Internet darüber durchgelesen, aber es ist nicht ganz so einfach, so eine Drittelregel. Das heißt, fürs Auge sieht es halt schön aus, wenn alles in so Dritteln aufgeteilt ist. Also, dass man quasi an diesen Schnittpunkten von den jeweiligen waagerechten und senkrechten Dritteln halt so, also das sind halt einfach diese vier interessanten Punkte fürs Auge. Das heißt, man sollte an diesen Punkten interessante Gegenstände oder irgendwie was machen, was sich vielleicht vom Rest so ein bisschen abhebt, was fürs Auge halt, wie gesagt, interessant ist, dahin packen und dann wirkt es halt schon mal ein bisschen schöner. Grundsätzlich ist nur so ein Anhaltspunkt, wenn man halt sich da Gedanken zu macht. Es gibt aber nur nicht diese Drittelregel, sondern es gibt auch noch eine Spirale, einmal diese goldene Schnittspirale, die habe ich jetzt hier gerade mal aufgemacht und die soll einfach so ein bisschen zeigen, wie das Auge auch wandern kann, um jetzt irgendwie das Ganze interessant zu machen. Sprich, wenn man jetzt hier beispielsweise irgendwie was hinmacht, zum Beispiel viel Kontrast, also wenn man jetzt hier schwarzen Bodengrund hat und dann irgendwie eine grüne, stark hellgrüne Pflanze drauf, hat man halt einen krassen Kontrast und das ist halt so ein Eyecatcher quasi fürs Auge. Dann fängt man hier an und dann könnte man das Aquarium theoretisch so aufbauen, dass man ungefähr dieser Spirale mit dem Blick halt folgt. Aber die Spirale, die kann man auch drehen und wenden, wie man will. Warte mal, ich kann das ja auch noch irgendwo transformieren, horizontal spiegeln. Also man könnte das jetzt auch so machen oder man kann das auch noch vertikal spiegeln und so weiter. Es geht so ein bisschen darum einfach, dass das Auge quasi durchs Aquarium sozusagen sich bewegt. Und ich habe jetzt hier schon so ein paar Ebenen versucht einzufügen. Das große Problem eigentlich bei dem Becken, also bei dem Becken ist, dass das halt eher hochkant, also mehr so ein Cube ist, anstatt irgendwie was Rechteckiges. Das fühlt sich so ein bisschen an, als würde man von einer 4:3 Auflösung, damals waren ja die Bildschirme so 4:3, also quasi fast quadratisch. Also als müsste man halt dieses alte Format wieder benutzen, anstatt so ein rechteckiges Format. Wenn ich mir jetzt nochmal ein neues Aquarium kaufen würde, so ein kleines Nano-Cube, dann würde ich auch ein rechteckiges nehmen. Gibt es nämlich jetzt auch, wo wir gleich noch hinfahren werden, da gibt es auch diese rechteckigen Aquarien, Mini-Aquarien. Die sehen, finde ich, deutlich cooler aus und sind vor allen Dingen viel, viel einfacher cool einzurichten, als das Ding, was ich da gekauft habe. Aber Leute, das ist ja eh nur so ein kleiner Probierversuch für das Große und im Nachhinein ist man schlauer und das dauert halt ein bisschen, bis man darauf kommt, beziehungsweise bis man auch irgendwie einen Laden findet, wo man das kaufen kann. Man kann natürlich alles im Internet bestellen. Das wollte ich aber in den Videos nicht, weil immer nur bestellen und Pakete aufmachen, finde ich auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Auf jeden Fall habe ich jetzt versucht, hier so ein paar Sachen rein zu photoshoppen. Also einfach mal hier so einen kleinen Boden rein. Dann habe ich hier irgendwie nochmal so eine Wurzel einfach dazu gepackt. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Bodengrund, so einen kleinen grünen. Und irgendwie habe ich auch noch den Sand oder so mit am Start. Das ist jetzt quasi so, wie es theoretisch aussehen könnte. Ich stelle mir jetzt halt vor, dass in dieser Wurzel zum Beispiel auch noch Pflanzen mit drin sind. Hier vielleicht so eine kleine Hintergrundpflanze und so ein paar etwas großblättrigere irgendwie so dazwischen, damit das Ganze ein bisschen grüner ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal diese Drittelregel hier anwendet, dann könnt ihr sehen, bei den interessanten Punkten passiert sehr viel. Also hier ist jetzt zum Beispiel dieser Kontrast, von dem ich gesprochen habe, zwischen dem dunklen Zäul und diesem hellgrünen irgendwie. Das heißt, das ist hier gerade der krasseste Kontrast. Deswegen könnte man hier beispielsweise anfangen, wenn man jetzt mit dieser Spirale anfängt, die ich jetzt aber gerade wieder gedreht habe. Hauptsächlich geht es eigentlich nur darum, dass man einfach einen runden Blick durchs ganze Aquarium hat. Das heißt, durch den Kontrast würde man quasi hier anfangen, dann würde man gucken, was passiert hier eigentlich, weil hier hat man an dem unteren Punkt nochmal diesen Übergang vom Bodengrund und vom Zäul zur Wurzel selber. Dann kommen hier ganz viele Pflanzen irgendwie in den Hintergrund und dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Eyecatcher hier oben an der Stelle, wo dann quasi die Wurzel nochmal in so einen leeren Übergang geht. Das heißt, es ist relativ minimalistisch, aber trotzdem eigentlich noch ganz cool, dieser ganz feine Kontrast irgendwie auf dem dunklen Hintergrund. Es ist alles ein bisschen schwer in Worte zu fassen, aber es geht einfach darum, so ein grundsätzliches Gefühl für natürliche Formen sozusagen zu entwickeln. Es liegt ja quasi im Menschen so ein bisschen drin, dass natürliches, also eher asymmetrisches, eher ein bisschen schöner wirkt als jetzt komplett Symmetrie, sprich, wenn wir jetzt die Ecken voll machen würden oder nur die Mitte und so weiter, muss man halt irgendwie so schaffen, so ein kleines Gleichgewicht zu bringen. Das ist natürlich nicht jedermanns Geschäft,
Geschmack. Das ist jetzt keine Mathematik, ne? Also 1 plus 1 ergibt 2. So kann man das natürlich jetzt nicht sagen, sondern es ist natürlich auch noch so ein gewisses eigenes Empfinden, beziehungsweise auch so ein eigener Geschmack, der da natürlich auch noch eine Rolle spielt. Aber das sind grundsätzlich so ein paar Merkmale, an denen man sich so orientieren kann, wenn man selber sich vielleicht noch unsicher ist oder wenn man das noch nicht so verinnerlicht hat, dann kann man sich mit diesen Hilfsmitteln das versuchen, so ein bisschen zu verdeutlichen. Ob ich das kann, sei jetzt mal dahingestellt. Ich habe es auf jeden Fall versucht, mir das so ein bisschen so anzueignen und so ein bisschen zu schauen, dass ich das irgendwie so hinbekomme, und deswegen habe ich auch überhaupt das Ganze hier versucht, mal so zu basteln. Was wir jetzt aber machen werden, ist wieder nach Remscheid fahren, Leute. Ihr wisst, ich war echt begeistert, als ich das letzte Mal da war. Und dann werden wir da mal das Aquarium einrichten. Also die haben sogar das gleiche Aquarium da. Wir können das quasi so ein bisschen nachstellen und dann können wir das da einrichten. So wie wir es oder ich es halt als cool empfinde. Und der große Vorteil ist ja, die haben ja ganz viele Wurzeln und Steine und so weiter da, wo dann ich mich dann quasi bedienen kann. Und dann kaufe ich halt nur das, was ich dann auch letztendlich halt cool finde. Weil normalerweise, wenn man im Internet bestellt, bestellt man oft irgendwie zu viel oder so. Das sieht nicht so cool aus. Und dann hat man immer Sachen übrig, die man dann wieder zurückschicken muss. Oder vielleicht manchmal geht das auch nicht, keine Ahnung. Aber wenn ich natürlich da schon baue quasi und dann nur das Zeug mitnehme, was auch schon in dem Layout ist, was ich da gemacht habe, dann ist das perfekt. Aber jetzt habe ich wieder sehr, sehr viel gequatscht zum Anfang des Videos. Wir, oh, ich bin zu dunkel, machen uns jetzt auf den Weg wieder. Ist eigentlich auch mal voll cool, mit der kleinen Kamera zu vloggen. Da kann ich mich erstens selber sehen. Ich habe das so oft, dass das Bild zu dunkel ist bei der anderen Kamera, weil ich mich selber nicht sehen kann. Und das mit Gegenlicht, zum Beispiel bei diesem Part, immer dunkel wird. Deswegen ist die kleine Kamera gar nicht so schlecht, aber der Ton ist, glaube ich, nicht ganz so super duper. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare stellen. Wir machen uns jetzt auf den Weg mit dem Auto nach Remscheid. Ich freue mich sehr, wieder da zu sein und einen weiteren Schritt Richtung Aquarium zu machen. Gemeinsam. Mit euch. Du bist dabei. Der Kuss, die Leute, ist natürlich immer Pflicht. Das ist mein Bedanken dafür, dass ihr diesen Kanal abonniert habt. Falls du den noch nicht abonniert hast, dann ist es jetzt an der Zeit. Nein, Quatsch, musst du nicht. Ich will keinen dazu zwingen, meinen Kanal zu abonnieren. Ey Leute, das letzte Mal war ich auch hier in Remscheid, also ich bin fast da. Und da haben mir alle in die Kommentare geschrieben, weil es an dem Tag geregnet hat, dass Remscheid quasi eigentlich Regenscheid ist, weil es da immer regnet. Und ich dachte schon so, hä, was kann das? So viele haben geschrieben, dass es in Remscheid immer regnet. Und Leute, zieht euch das mal rein. Guckt euch mal die Wolken an. Das ein oder andere Tröpfchen ist gerade schon runtergekommen. Da scheint echt was Wahres dran zu sein. In Köln war eigentlich nichts, also es war jetzt nicht geiles Wetter oder so. Aber Leute, guckt euch mal den Himmel an. Es ist anscheinend echt immer am Regnen hier. Voll strange. Ich war genau an der gleichen Stelle letztes Mal, habe ich mir auch gedacht. Jo, Alter, voll die dunklen Wolken hier. Verrückt, Leute. Eine verrückte Stadt ist das. Okidoki, Leute, wir sind da. Ich habe übertrieben Hunger. Aber kein Bock. Hier gibt es nur so ein riesiges Einkaufscenter. Deswegen muss ich jetzt auf was zu essen verzichten. Aber egal, es wird ja nicht zu krass lange dauern. Ich meine, das letzte Mal war ich ja nur 4 Stunden hier oder so. Das werde ich heute aber auf jeden Fall kürzer halten, weil ich dieses Video eigentlich heute sogar noch schneiden muss. Thomas hat mir auch gerade schon geschrieben, also er ist auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, Roland scheint anscheinend nicht da zu sein oder so. Ich rede schon von denen, sollte ich schon Jahre kennen. Wir werden mal schauen. Diesmal kann ich ja offiziell, glaube ich, die große Kamera einfach mit reinnehmen. Diese Wurzeln sehen so crazy aus. Ich glaube, so eine würde ich nehmen. Sowas ist halt auch cool, so ein richtiger Baumstamm irgendwie. Aber auf jeden Fall zu fett für das kleine Aquarium. Die sieht auch mega cool aus. Oh. Moin, alles gut? Ja, bei dir? Oh, das habt ihr ja eingerichtet. Ja, gestern. Krass. Das ist eh voll die Special-Wurzel irgendwie, ne? Die sieht so crazy aus. Die habt ihr auch da vorne drin stehen. Das sind diese Bonsai-Bäumchen. Ah, ist das echt ein Bonsai-Baum? Nein, das ist gebastelt. Ich weiß ja nicht, was du jetzt vorhast mit dem 20er, ne? Aufgrund der Fläche, dass du so quadratisch bist, wird das ja eh ein bisschen... Muss man eh gucken. Ja, ich weiß. Ich habe, glaube ich, sogar noch einen 20er Cube hier. Gebrauchten. Okay. Könnten wir hinstellen, dann kannst du da schon mal so... Das wäre nice, ja. Also quasi genau den ich auch habe, meinst du? Ach, krass. Jetzt sieht man mal, wie das von hinten aussieht bei den ganzen Aquarien. Voll crazy. Voll verrückt. Viel Kabelei, ne? Aber es geht da eigentlich, ne? Also wenn ich mal bei mir im Büro gucke, bei meinen ganzen Bildschirmen und so, dann sieht es echt gerade noch fast schlimmer aus. Ah, perfekt. Ja, das ist genau das. Ist jetzt nicht sauber und... Ja, ist echt vollkommen egal. Aber so zum Vorprobieren? Ja, perfekt. Sehr gut. Ja, die finde ich halt auch super cool, ne? Diese Wurzeln, die sind ja, sieht man auch voll oft. Auch so mit am gängigsten. Die gehen aber nicht unter, ne? Muss man beschweren, oder? Die gehen unter, aber es kann... Also wir müssen gucken, also manche, also wir wässern die normalerweise. Okay. Wir haben hier vorne, kann ich dir gleich mal zeigen. Da mal einfach hier rein, dann können wir nachher gleich mal gucken. Ja, okay. Wichtig ist bei den Hölzern zu wissen, also es macht halt durchaus Sinn, die vorher zu wässern, weil die blühen auch nochmal auf. Aufblühen bedeutet, das ist wie so eine, sieht aus wie Schimmel. Ja, ich kenne das. So eine weiße, aber das sind eigentlich Bakterien. Wir hatten es vorne, haben wir es dann mit der Zahnbürste so ein bisschen weg und dann abgesaugt. Und nachher hast du halt entweder ein paar Garnelen drin oder so ein paar Otocinclus-Welse oder so oder andere kleinere Fischchen, die das halt einfach wegknabbern. Gab es hier gerade einen CO2-Stoß oder was? Nee, das war der Twinstar. Was ist das immer? Ich check das nicht so ganz. Okay, also CO2 bin ich gerade noch am Einstellen, das ist der kleine Glaskolben hinten. Ne? Ja, und genau, und was macht dieses Ding? Das sieht man immer. Das ist der Twinstar, das setzen wir halt gerade am Anfang ein. Das produziert über elektrische Stöße, über diese kleine Membrane, kann ich mal rausholen, dann kann ich das zeigen. Über diese Membrane
wird dann praktisch freie Sauerstoffradikale werden freigesetzt. So rum heißt es richtig. So. Und die sorgen. Wieso? Halt, wieso wird das freigesetzt? Das ist auch nur Metall, was elektrisch ist, abgibt, oder was? Ja, das ist aber dieses, ich kann das einmal vorführen. Das heißt, das ist so eine geheime Technik, das kommt aus Korea. Okay. Wie das ganz genau funktioniert, also warum das funktioniert, kann ich nicht erklären. Ich dachte immer, da wird irgendwas echt reingeführt, aber ist gar nicht so. Nein, ne? Da werden nur diese Elektrostöße abgesetzt. Wenn ich jetzt ausschalte, jetzt ist er aus. Ne? Ja. Schalten wir den ein und das letztendlich sorgt das dafür, sieht so crazy aus. Ja, es hat praktisch einen entkeimenden Hintergrund, also praktisch Algensporen, Krankheitskeime und so weiter werden dadurch eigentlich abgetötet. Okay, ja. Ich dachte, es hätte was mit der CO2-Lage zu tun gehabt oder so. Es geht auch ohne. Es ist halt nur einfacher mit. Sieht halt auch irgendwie sau cool aus. Ja, also am Anfang ist das halt so, dass es so, sag ich mal, fast jede Stunde einmal aktiv ist. Der kleine Kasten steuert das quasi. Mhm. Und über die Zeit, wenn die Intervalle immer länger, je stabiler und je länger so ein Aquarium läuft, umso weniger ist der Einfluss, den das Ding letztendlich hat. Und dann guckst du mal, was du damit machst. So viele? Ja gut. Du willst mir hier das Geld aus den Rippen. Ja, will ich. Und ich habe es dir ja letztes Mal erklärt. Ich würde wahrscheinlich sogar noch eine Hand von nehmen, weil du ärgerst dich nachher, ja, wenn dir was fehlt. Aber du kannst ja wieder mitbringen, dann mache ich nochmal das mit. Komm hier, nächstes Mal. Die waren zu viel. Ja, weiß ich nicht. Ist halt so, ne? Also es gibt in der Regel mit den Hardscapes ist immer so, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn zu wenig Ware ist. Ja, die nehme ich mit. Ich nehme die drei Sachen auf jeden Fall mit und ich nehme die Steine. Leute, ich habe mich genau getoppt. Diesmal fahre ich nicht nur 4 Stunden. Sondern 4,5 Stunden hier. Ich wollte mich eigentlich beeilen. Eigentlich wollte ich mich echt beeilen, aber das sind ja auch immer alles Infos, die ich bekomme, die ich an euch weitergeben kann. Das ist ja eigentlich ganz cool. Ich habe mich auf jeden Fall jetzt entschieden. Es werden diese, wie ist der offizielle Name der Wurzel? Das ist rotes Fingerhut. Rotes Fingerhut, Leute, ihr wisst Bescheid. Und was haben wir für einen Stein? Ja, das ist ein Basaltstein. Ein Basaltstein, Leute. Das wird auf jeden Fall die Kombo. Es gibt auch Stein, so Mini-Landschaft und so weiter. Der gibt nochmal Härte ans Wasser, also genau. Kalk ans Wasser ab. Und wir haben in Köln sowieso sehr, sehr kalkhaltiges Wasser. Deswegen kann ich das nicht gebrauchen. Deswegen ist das ganz gut, dass wir da einen Stein haben, der keinen Kalk abgibt. Wir haben das übrigens gerade gemacht. Man kann das testen, ob der Stein Kalk abgibt oder nicht, indem man... Was hast du da gerade? Also wir haben einfach so ein ganz normales PA-. Das ist eine Säure in der Regel, so ein Eichenextrakt. Und man kann halt ganz wunderbar. Ein Eichenextrakt, ja. Genau. Okay. Das sind praktisch so wie diese kleinen Eichenzäpfchen, die werden einfach eingelegt und dadurch wird das Wasser ganz, ganz sauer und das ergibt dann wie eine Säure. Und wenn man das jetzt hier drauf packt, genau. Auf den Stein. Hier sieht man so ein bisschen. Was ist das? Ja, ich. Einfach so ein Tröpfchen. Man sieht jetzt so ein bisschen die Bläschen da. Ja, man sieht so ein paar Bläschen, ja? Die aufsteigen auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal zu einem Stein, der besonders viel Kalk abgibt, da kann man das auch besser sehen. Genau, da kannst du es besser sehen. So. Da, Leute, seht ihr das? Es schäumt so richtig auf. Das ist letztendlich jetzt das Kalk, was da gelöst wird, weil es versucht, das zu neutralisieren, dass die Säure praktisch neutral wird. Ja. So, und wenn wir das jetzt auf einen Stein machen, der das nicht hat. So, wenn ich jetzt hier drauf mache, da passiert einfach gar nichts, ne? Kann ich langwischen. Voll crazy. Da passiert gar nichts. So kann man halt ganz gut sehen, welche Steine so ein bisschen härter ins Wasser abgeben und welche das halt nicht machen. Und die Steine, die ich habe, geben jetzt auch keinen Kalk ab. Deswegen sehr, sehr gut, wie gesagt, in Köln gibt es so viel Kalk. Es gibt ja sogar einen Stadtteil, der Kalk heißt. Wahrscheinlich deswegen. Das ist also jetzt die Ausbeute und jetzt geht's wieder nach über 4,5 Stunden zurück. Ja, aus den 4,5 Stunden wurden dann auch schon wieder fast 5 Stunden. Das ist echt so krass. Aber ich, keine Ahnung, es macht halt so Spaß, sich über das Thema zu unterhalten, weil ich es irgendwie wieder voll interessant finde. Ich hatte halt früher echt die Phase, wo ich mich voll dafür interessiert habe und dann, keine Ahnung, war man halt irgendwann älter, hat irgendwie so einen Roller gehabt oder so einen Motorroller oder so und ist dann ein bisschen rumgefahren und hat dann irgendwann vielleicht ein Studium angefangen und war dann irgendwie, ist dann ausgezogen. Dann ist das irgendwie dieses ganze Thema Aquarium und so weiter voll untergegangen und mittlerweile hat es mich wieder voll gepackt. Ich habe ein bisschen Angst, dass es irgendwann wieder weggeht. Dann haben wir irgendwann dieses riesige Aquarium und das kleine UFO, okay, das kriegt man schon alles wieder hin. Ich könnte zur Not ja auch irgendwie Garnelen wieder hier hinbringen oder so. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es in naher Zukunft das Ganze wieder weggeht. Ich habe ultra Bock drauf. Ich freue mich drauf. Ich habe ein bisschen Angst vor dem großen Aquarium, weil es halt sehr, sehr viel wird. Uns ist gerade auch mal aufgefallen, wie teuer das wird, ein 2-Meter-Aquarium einzurichten. Da ist man, boah, das ist wirklich so heftig, was da alles reinkommt, allein auch an Besatz. Das wird auf jeden Fall noch eine ordentliche Hausnummer. Wir fahren jetzt aber trotzdem auch, wenn es schon super, super spät ist, zurück ins UFO und werden das jetzt Hardscape einrichten. Da passt das ja auch wieder mit dem Bodengrund ein bisschen besser. Mal gucken, ob wir das zu Hause genauso hinbekommen wie hier. Ich fand es ganz cool, mit den Steinen müssen wir halt noch gleich ein bisschen rumfuchteln, das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt einfach mal ein paar mitgenommen. Jetzt geht's auf jeden Fall wieder zurück nach Köln. Wir probieren halt alles aus, Leute. Aber ich muss alle Remscheider enttäuschen, es hat nicht mehr geregnet, Leute. Jetzt nicht mehr geregnet. Sieht immer noch so aus, als würde es hier im Moment anfangen. Aber es hat nicht geregnet. Tada! Da leuchtet es schon. Tada!
Wir sind wieder zurück. Einmal hier. Oh, ich glaube, das ist der Part, der sowieso ein bisschen ab musste. Was passiert hier? Ich habe echt ein bisschen was abgeknickt gerade. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Wurzel am Start und noch ordentlich Steine. Und jetzt werde ich erstmal das Aquarium hier hinholen. Ist ein bisschen schade. Ich kann das da halt nicht einrichten, weil wenn ich das hochklappe, dann seht ihr halt kein Licht mehr da drauf. Sonst könnte ich es da direkt einrichten. So, da haben wir das gute Stück. Zwischen Tastatur und diesen ganzen Bildschirmen, so ein Aquarium, ganz schön komisch. Der Thomas hat mir gesagt, ich soll noch ein bisschen mehr Soil oben drauf machen. Ich habe jetzt knapp so 1,5 bis 2 cm. Ich sollte schon eher so 3 cm hoch machen, damit die Pflanzen dann nachher ein bisschen mehr noch Platz für die Wurzeln im Soil haben. Okay, so sieht's gut aus. Der Filter sitzt drin, das muss man ja mit einberechnen. Da muss man ja auch ab und zu mal irgendwie das sauber machen oder die Watte wechseln oder irgendwie sowas um den Dreh. Deswegen, der ist wieder am Start. Dann habe ich mir auf jeden Fall gedacht, ich glaube, das wird jetzt alles nochmal ein bisschen enger als im Laden, weil hier halt viel, viel mehr Bodengrund mit drin ist. Also hier sollte auf jeden Fall die Wurzel mit hin. Und ich glaube, allein das wird jetzt schon eng. Das passt schon gar nicht mehr so, wie ich mir das gedacht habe, weil der Filter halt echt diesen Platz mit jetzt wegnimmt irgendwie. Kann sein, dass wir da gleich mit der Säge oder so noch ein bisschen was abschneiden müssen oder dass wir das vielleicht sogar hier irgendwie so abknicken müssen oder so. Das kann man ja auch ein bisschen hier noch in den Bodengrund mit reindrücken und so ein bisschen verbuddeln. Das ist ja auch ganz cool. Das sieht dann halt echt so ein bisschen aus, als wären das die Wurzeln von dem Baum, der jetzt gleich mit dazu kommt. Ich versuche jetzt hier quasi diesen Baum reinzumachen. Eigentlich ist das ganze Ding ein Baum. Das ist nämlich so viel Wurzel, was wir hier reinpressen in dieses Mini-Aquarium. Aber ich glaube, das könnte ganz cool werden. Hier muss ich auf jeden Fall ein bisschen was abknicken und hier an der Seite wahrscheinlich auch, weil ansonsten schwebt das hier irgendwie. Das passt halt gerade nicht so ganz rein. Auch wenn es mir leid tut, dann eigentlich halt voll cool ist, dass das hier rauskommt, aber ich will sowieso die Scheibe oben drauf machen, damit mir auch nicht zu viel Wasser irgendwie verloren geht und viele kleine Schnecken oder so, die laufen auch gerne aus dem Aquarium raus und das will ich irgendwie halt ein bisschen verhindern, deswegen werde ich das jetzt ein bisschen abknicken, auch wenn das die Wurzel voll ausmacht so ein bisschen, aber naja. So, sieht das doch schon besser aus, so funktioniert es auf jeden Fall. Boah, ich muss erst mal den Pulli ausziehen, Alter. Das ist ganz schön anstrengend. Man hat so wenig Platz, hier rumzuspielen, weil das so klein ist und schon so viel Bodengrund hier drin ist und das alles überall so ein bisschen hängen bleibt. Oh, das ist echt eine ganz schöne Hin- und Hergerückerei hier, Alter. Krass. Kommt mir echt so vor, als wäre das Aquarium so viel kleiner, aber es liegt wirklich alles einfach nur am Bodengrund hier. Dann habe ich noch diesen komplett absurden Teil hier, der hinten so komplett abgeschrägt ist. Also der wäre eigentlich perfekt, um diesen Teil hier ans Aquarium zu kleben. Das kann man, so wie ich jetzt verstanden habe, jetzt nicht mit einer Heißklebepistole machen, sondern da braucht man irgendwie einen anderen Flüssigkleber für. Keine Ahnung. Muss ich mich mal informieren. Ich kann ihn jetzt, wo sowieso noch kein Wasser drin ist, auf jeden Fall trotzdem hier irgendwie so reinstecken. Und sobald hier Wasser drin ist, muss ich sowieso die Wurzeln noch beschweren, weil die auf jeden Fall an die Oberfläche schwimmen werden. Die sind halt noch nicht wirklich lange getränkt, gebadet. Deshalb muss man die ersten 2 Wochen so ein bisschen beschweren, damit die halt nicht hochgehen. Boah, ist das zugewurzelt jetzt, Alter. Oh mein Gott. Also ich weiß noch nicht 100%, ob das jetzt hier gerade so der geile Scheiß ist, aber ich werde jetzt mal mit dem Hardscape, also mit den Steinen anfangen. Hardscape ist das ja beides. Also ich komme nicht mal mehr mit den Steinen da unten rein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich halt die ganze Zeit unkommentiert versuche, Sachen reinzulegen und hoffe, dass es dann irgendwie cool aussieht. Deswegen werden das für euch jetzt vielleicht ein paar komische Schnitte sein, wie ich jetzt immer mal wieder einen Stein woanders liegen habe oder so. Keine Ahnung. Okay, Leute. Ich habe jetzt ein bisschen ohne euch experimentiert, weil ich es ein bisschen schwierig fand, auch von der Kamerasicht aus das alles vernünftig zu machen. Und es ist halt viel einfacher, mit dem eigenen Auge genau davor zu sitzen und ganz in Ruhe das Ganze zu machen, als im Stehen gezwungen für die Kamera. Deshalb habe ich jetzt ohne euch noch ein bisschen rumgefuchtelt und also ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden. Und ich kann euch ja noch sagen, was so meine Bedenken auch unter anderem sind, aber ach komm, ich rede jetzt gar nicht groß drum herum, ich zeig euch einfach das Becken. Ich will jetzt kein riesiges Spektakel draus machen oder die Erwartungen zu hochschrauben. Ihr habt ja schon so ein bisschen gesehen, in welche Richtung es gehen soll. Das Becken sieht gerade, ja, Kamera kam klar, so aus. Es ist ein bisschen überbelichtet gerade. Und hier oben, wie ihr sehen könnt, ist halt ultra viel Wurzelwirrwarr. Das sieht jetzt so im Hardscape trocken, finde ich, noch ein bisschen zu heftig krass viel aus. Ich versuche euch mal so ein bisschen näher zu bringen, was ich mir dabei gedacht habe. Jetzt kann es sein, dass ich ein ganz kleines bisschen übertreibe, aber das da oben soll halt so ein kleiner Weg nach hier unten sein oder halt auch andersrum, dass man sich das so vorstellen kann, dass das hier quasi so ein Weg ist. Wenn man jetzt hier grünen Bodendecker hinmacht und da grünen Bodendecker hinmacht, dann finde ich, hat man so einen kleinen Fluchtpunkt, der so nach hinten rechts so wegläuft. Man kann sich das denn hier so vorstellen, wenn jetzt hier oben viel bemoost wird und so weiter, dann sieht das so ein bisschen aus wie ein Baum. Vielleicht werde ich da noch das ein oder andere Stückchen von der Wurzel wegschneiden.
Und hier kommt dann überall Moos hin, dann könnt ihr euch das vorstellen wie eine Baumkrone hier oben. Das geht dann hier unten rein. Und hier noch so ein paar kleine Wurzeln, die irgendwie jetzt von dem Baum mit aus dem Boden rausgucken und so weiter. Und dann ist das hier quasi so der kleine Weg. Das ist auch so ein richtiger kleiner Tunnel dann schon fast, wenn jetzt hier Moos drauf wachsen wird, dass man hier irgendwie dann so drunter gehen kann. Da hinten ist tatsächlich sogar so eine kleine Höhle am Start. Da können dann zukünftig die kleinen Nelis aufwachsen und die haben dann einen kleinen Kindergarten da drin. Ich weiß noch nicht 100%, wo denn jetzt hier überhaupt noch Platz für Pflanzen ist. Klar, hier kann überall Bodendecker hin, so links und rechts kriegen wir das auf jeden Fall hin. Aber da hinten noch die größeren Pflanzen zwischenzustecken. Ihr könnt sehen, da ist noch so ein bisschen Bodengrund. Wird auf jeden Fall schwierig. Vielleicht muss ich da hinten auch noch ein paar mehr Steine wegnehmen, dass man da so ein bisschen was einpflanzen kann. Ich will halt wirklich, dass zwischen dieser Wurzel alles so ein bisschen hoch wächst und auch ein paar Aufsetzerpflanzen vielleicht hier oben drauf packen. Es wirkt vielleicht noch ein Ticken zu überladen, aber eigentlich bin ich echt sehr, sehr zufrieden. Also ich hatte übertrieben Angst, dass das gar nichts wird und dass ich meinen eigenen Vorstellungen da irgendwie gar nicht gerecht werde. Aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Ich muss jetzt nur noch herausfinden, wie ich da jetzt noch Pflanzen dazwischen gematscht bekomme. Und dann finde ich, ist es echt eigentlich schon sehr, sehr cool geworden. Auch wenn es noch überladen wirkt, aber das ist ja nicht das Problem. Ansonsten die ganzen kleinen Ecken können wir noch mit der Pitsche irgendwie abpitchen. Wer kennt es nicht mit der Pitsche, nicht mit der Kneifzange oder so, sondern mit der Pitsche. Der Deckel ist, wie ihr sehen könnt, jetzt auch oben drauf. Ich habe jetzt alles Überflüssige, was irgendwie zu weit nach oben ging, halt abgepitcht. Der Filter ist hinten auch am Start und ist eigentlich relativ easy zu wechseln. Der Filterauslass ist jetzt da oben und geht dann so schräg direkt in den Baum rein. Das heißt, bald können richtig hier so die Äste wedeln und das Moos hier so drin. Dann ist hier richtig Action drin. Ja, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich bin auf jeden Fall da sehr fantasievoll. Schreibt mal, wie euch das Scape gefällt, Leute. Wie gesagt, es ist noch nicht final und mit Pflanzen wird sich halt noch übertrieben viel ändern. Aber das soll es jetzt mit dem heutigen Video gewesen sein. Es hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, dabei zuzugucken. Und ich bin immer noch ultra heftig gespannt. Im nächsten Schritt, Leute, wird Wasser in das Aquarium kommen. Denn wenn die Pflanzen reinkommen, dann kann ich das nicht mehr trocken lassen, sondern da muss tatsächlich dann das Wasser mit dazu. Das heißt, ihr könnt euch extrem auf das nächste Video freuen. Ich freue mich auch extrem auf das nächste Video, Leute. Und ich weiß noch nicht, wie viele Pflanzen da reinpassen werden. Eigentlich soll das ja so ein Versuchsbecken werden, dass wir da viele verschiedene Pflanzen austesten für das große Becken. Aber so viel passt da, glaube ich, fast schon gar nicht mehr rein. Wir werden es sehen. Das war's für heute. Drückt den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Take this easy. Nehmt das Leben nicht zu ernst. Abonniert den Kanal, falls es noch nicht gemacht habt. Bis dann, macht's gut